Sie scheinen ihr Gruppentreffen im Büro des Aufsehers abgehalten zu haben. Rumsitzen und wildfremden Leuten meine Probleme zu beichten, finde ich nicht besonders lustig. Zu so einem Gruppentreffen würden mich keine 10 Pferde kriegen. Mein Mikro noch an ist, weil meine kleine Tochter da vorhin dran rumgefummelt hatte. Anlagenflügel entriegeln. Entriegeltür zur Anlageflügel. Aha. Sehr interessant. Heißt, was haben wir denn jetzt entriegelt? Da jetzt nichts. Hier noch nicht? Oder haben die sich... Hat sich hier alles... Das hintergeht, so Kackeimer. Warum man solche Handtücher und so weiter nicht mitnehmen kann, ist immer wieder ein Wunder. Zu viel Loot. Boah, die Sonne, die scheint gerade derbst auf mein Bildschirm. Achso. So, dass es mir echt schwer ist, gerade was zu erkennen. Ah! Jetzt sollten wir hier noch ein bisschen. Vorsicht walten lassen. Oh, da sind welche. Oh, 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 oh.
zum... Genau. Das ist die Frage, die wir gerade haben. Einen einzigen Treffer oder was? Das gibt's doch mal. Ja, genau, geht. Spielen wir da rein. Alter. So lange. Kritisch, Mons. Hier sind noch ein paar. Hä? Wo denn? Hä? Nein! Herzlichen Glückwunsch, gewinnen Sie einen BMW 300 noch was. Ich hasse solche Anrufe, ich hasse es. Dann meistens dann, ne, wenn man mitten in der Aufnahme ist und also in der Scheiße. Oh. Und ich wüsste nicht, dass ich irgendjemandem zugestimmt habe, mal wieder meine Telefonnummer hier zu benutzen. Für so eine Quatsch. Wo höre ich hier was? Sie ist aber nicht. Bin ich echt zum Mäusemehl. Echt so scheiß Anrufe. Dann wird es Zeit, nachher nochmal so einen kleinen Beitrag in meinem Blog zu schreiben. Die Nummer zu veröffentlichen, wer wieder anruft da. Ja. Ne, welche scheiß Callcenters da wieder anrufen. Entschuldigung für den harten Ton, aber ich hasse Callcenters, ne? Ich hasse diese Shit Callcenters, die gehen mir so auf den Sack. Ja. Callcenter gedöns. Kann ich mich jetzt so mal aufregen, aber ich lasse es. Hat da eh keinen Sinn, sich darüber aufzuregen. Ehrlich gesagt. Nichts ist befriedigender als eine rauchende Waffe und eine Tasche voll Kronkorken. Klinik sollte ja vielleicht das sein, was wir eigentlich suchen. Hoffe ich auf jeden Fall. Halt einen Schluck Kaffee. Der Trick. Alles trifft denn, ne? Nur nicht das, was er soll. Wieso haben die denn alle Fusionskerne? Ich wundere mich gerade mal so ein bisschen. Ne?
Alter, taucht die auf einmal auf hier. Ganzen Gunner hier machen, würde mich mal echt interessieren. Ja, ich nehme gerade auf. Nimmst du gerade auf? Nein, nein, ich nehme nicht auf. Nova Frage übrigens, nimmst du gerade auf? Weil wenn man aufnimmt, wie will man dann antworten? Fällt mir mal gerade so ein. Ich bin gerade mal so. Fällt mir mal gerade wie Schuppen vor den Augen. Wie antwortet man denn dann? Nimmst du gerade auf? Ja oder nein? Ne? Dass man mit der neuen Maus hier klarkommt, beziehungsweise mit der gebrauchten Leihmaus. Tja, bei dir sah das nach einem Kinderspiel aus. Meine Maus ist ja kaputt gegangen. Und da musste ich mich ein wenig dann eben halt. Ach, ich kann nicht schlafen. Hab jetzt aber auch keine Lust, den Anzug abzuziehen. Die haben sich alle was reingezogen, ne? Die haben sich alle das Zeug reingezogen nach Hause. Sollte sich mit einem Terminal öffnen lassen. Ach so. Ich direkt daneben, weißt du? So schaffen. So, können wir mal einen kritischen Schlag machen. Was? Alter. Ah, ich wollte schon sagen gerade. Oh! Das hat jemand auf Kate geschossen. Das muss er sein. Der Entgiftungsraum. Dann hau rein, ja. Sprich mit Kate, ja, sofort. Tun wir sofort. Hallo? Warte. Hey, hast du kurz Zeit? Die Antwort auf meine Probleme ist in diesem Raum. Aber ich weiß nicht, ob ich es wirklich machen soll. Wenn du da.
da nicht reingehst, stirbst du vielleicht. Ich weiß. Aber was, wenn das Psycho mich zusammenhält? Was, wenn mir die Augen geöffnet werden und mir nicht gefällt, was ich sehe? Tja. Es gab Gründe, warum ich mich betäubt habe. Dinge, denen ich mich nicht stellen wollte. Die ich vergessen wollte. Lieber würde ich Blut spucken, als die Vergangenheit nochmal erleben zu müssen. Wir stellen uns gemeinsam deinen Schmerz. Deine Kämpfer liegen dir auf, du kannst es schaffen. Ich will dich als Freund nicht verlieren. Wir stellen uns gemeinsam deinem Schmerz. Du hast schon so viel getan und willst trotzdem noch mehr tun. Na klar. Was bilde ich mir an, dass ich einem geschenkten Gaul ins Maul schaue? Ich setz mich auf den Stuhl. Wenn du soweit bist, leg den Schalter um. Machen wir das jetzt? Und starten. Und starten. Yeah. So. Alles in Ordnung, Kate? Wie fühlst du dich? Seltsam. Ich fühle mich ziemlich seltsam. Alles fühlt sich so anders an. Alles ist viel klarer. Farben, Geräusche, Gerüche. Nichts ist so, wie ich es in Erinnerung habe. Ich kann nicht fassen, dass es funktioniert hat. Das Verlangen, die Schmerzen, Himmel, sogar der Rausch. Alles weg. Hatte ich mich wirklich so verändert? Ich bin froh, dass es dir gut geht. Ich habe mir Sorgen gemacht, die Schmerzen auch nicht. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Ich bin so froh, dass es dir gut geht. Ich hatte mir solche Sorgen gemacht. Damit warst du wohl nicht alleine. Ich glaube, dass Tommy das die ganze Zeit über im Kopf hatte. Der clevere alte Hund hat mich aus dem Combat Zone geschmissen, damit ich wieder in Ordnung komme. Und er wusste, dass du es schaffen würdest. Er hat in dir wohl etwas gesehen, was ich übersehen habe. Ach ja, zum Beispiel? Zum Beispiel? Du weißt schon, was ich meine. Hör zu, ich werde nie vergessen, was du heute für mich getan hast. Du warst da und hast mir geholfen, als sich alle anderen abgewendet haben. Ich weiß, ich bin mies im Danke sagen, aber das ist das Beste, was du aus mir rauskriegst. So, wie wär's, wenn wir jetzt abhauen und diesen Ort weit hinter uns lassen? Hilfe unter vorn. Abgeschlossen. Ja, wir sollten den Ort hier ganz schnell hinter uns lassen. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir hier rauskommen, vor allen Dingen. Müsste eigentlich der Vault-Ausgang sein. Waren wir eigentlich hier drin schon? Ja, ne? Dann wird mal Zeit, dass wir da reinkommen, ne? Nicht schlecht. Ich sollte dir hier und da ein paar Hinweise geben. Robert. Machen wir den Terminal oder Terminal? Turmstock.
drauf geschissen, jetzt ist es eh zu spät. Komm, Kate. Komm rein. Sehe sie gar nicht mehr. Sie hin? Ah, die kommt gleich wieder. Die steht hinter mir wahrscheinlich. Was? Auf die Map steht man jetzt abgeschlossen. Oh, 95 kann es leuchten. Mehreres so. Schrottplatz. Wir reisen jetzt mal in die Century. Wo ist sie denn? Da ist er. Da lassen wir nämlich dann die Power Armo auch zurück. Und einen Schluck Kaffee. Mein Telefon hat komische Geräusche. Na egal. Das Baustellenmodell des Protektors ist darauf ausgelegt, Schaden einzustecken. Einige Versionen verfügen außerdem über eine interne Nagelpistole. So schnell konnte ich jetzt nicht lesen. Ja, manchmal geht es schnell, manchmal nicht. Erstmal ganz schön Gott auslagern. 10 Meter. Fatman, ich habe keine. Fußgranaten, Jagdgewehr brauchen wir nicht, Kampfflinte, Kampfgewehr. Kampfgewehr brauchen wir keinen, weiß ich. Lasergewehr. Brauche ich nicht. Plasmagewehr, Raketenwerfer, wir möchten noch ein bisschen behalten. Silber. Sturmgewehr. Weiß eigentlich, aber. Ja, komm, eins. Oder? Jetzt geht eine Schrotflinte. So. Nein!
dann wieder sein. Ja. Müssen wir einmal eben einmal den Code eingeben. Player.setav. Carry White. Die bestimmt durcheinander gekommen. 9999999. So. Dann haben wir wieder ein bisschen. Ja, ich weiß, ein bisschen. Die reparieren. Reparieren. Unsere T60B Rüstung ja auch wieder ne? Vollkommen genutzt werden kann. So, jetzt haben wir Helm, Arm, Bein, Torso. Modifizieren, was können wir denn? Modell C, warum können wir eigentlich nicht Modell C nehmen? Achso, da brauchen wir. Ach, genau, Rüstmeister brauchen wir. Scheiße. So, Helmlampe. Rot taktisch. So, haben wir das nämlich auch erledigt. Eben eine. Ich habe mal eine andere eigentlich abgegeben. Ach so. Steht da immer noch unfertig. Sollten wir die vielleicht auch mal fertig machen. Ach, ich freue mich so. Wir haben der geholfen, der Ke. Der Kate geholfen, das freut mich ehrlich gesagt. Das freut mich so richtig. So, Moment, verlassen ist schon richtig. Was haben wir denn jetzt hier alles? T45 hatten wir hier, ne? T45, bla 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 bla. Ich habe aber hier immer noch. Hier nicht noch irgendwo T45, was fehlt denn denn? Was fehlt der denn? Linker Arm, rechter Arm, rechtes Bein. Ah, linkes Bein fehlt. Haben wir hier noch irgendwo ein linkes Bein? Linker Arm, linkes Bein, aber nur ein Power Raider ist die Scheiße. Na ja, gut. Nehmen wir das erstmal. Bisschen gemischt, aber besser als, ich sag mal, gar nichts. Ne? Ich kann erstmal die Reparatur wieder auslösen. Achso, ja genau. Ja, so. Moment. Hä? Quatsch. So. Ein bisschen wenigstens da machen, ne? Ausgerüstet, genau so. Alles repariert, genau. Jetzt können wir noch ein bisschen modifizieren. Ohne Extras. Verschweißte Platten. Das hat er schon. Ohne Extras. Können wir noch ein bisschen schaffen.
Jetzt kommt noch mit der Idee. Unbehandelt. Militärlackierung. Protect-Lackierung. Minute-Lackierung. Winteranstrich. Helmlampe machen wir mal rot taktisch. So, wintertauglich. Der Helm. So, jetzt gehen wir hier nämlich auch auf das Modell B. Winteranstrich kriegt er auch. Wäre vielleicht auch C, rechtes Bein, Modell B, unbehandelt, Markierung. So, aber den Winteranstrich ohne Extras, ja, der hat keine Extras, ne? Das Modell B, ja, für alles andere brauche ich noch einen besseren Rang, unbehandelt, Winteranstrich, zack. Der da hier ohne rostige Schlag. Ah, ich muss unbedingt ein bisschen noch was machen hier. Da am Strich. Na gut. Linkes Bein geht halt nicht. Okay. Wow, das sieht gar nicht so schlecht aus. Ne, das sieht echt geil aus. Cool. Gut. Ne? Hätte ja gerne noch mal irgendwas gehabt, aber man kann nun mal nicht alles haben, sag ich mal. Von daher leben wir einfach damit, was wir haben. Ne? Leben einfach damit, was wir haben. Was habe ich denn hier reingetan? Achso, hier habe ich glaube ich die ganzen extra Minigun. Nuka Granate. Wasser. Umweltschutz. Lasermuskete steuernd. Bum bum 10 mm. Könnte ich die anderen Spezialwaffen noch. Die Schrotflinte hier. Die möchte ich gerne noch behalten. Bringt mir alles auch nicht mehr so. So, was kann man denn mit der Mumie noch machen? Standardverschluss. Zerfolgen. Zerlauf. Kurzer Lauf. Verlängerter Lauf. Stück für Stück. Mal gucken, was du mit meinen Knarren anfangen kannst. Kampfflinte. 50er Schaden. Was? Weil es uns ständig umbringen will. Immerhin ist es im Commonwealth nie langweilig. Eine Mündungsbremse. Viele Leute können Sachen kaputt machen. Ich baue sie gerne wieder zusammen. Ja, ja, ja. Irgendwie so, als ob der hier der King vom. Ne? Ja, dann Lauf haben wir schon.
noch nicht perfekt, aber wir kommen durch. Na komm. Das ist schneller, wenn man das hier einfach. Alles ist schon gut. Kondensator auch drinne. Der ist schon eigentlich gut. Verschluss. Nice. Richtiger Verschluss, noch nicer. Ich brauche einen Stuhl. Einen, der besser zu meinen alten Knochen ist. Sagst du mir einen? Natter Lauf. Vollständiger Kolben. Standardmagazin, Trommelmagazin. Keine Minusbremse. So, jetzt haben wir eigentlich, glaube ich, dann haben wir eigentlich alles. Gon, nehmen wir mal ein. Klar, ich helfe gern. Danke. Was? Bauen wir mal wirklich Stuhl in? Wo denn? Wie denn? Nicht so schlecht, ist zwei. So, noch, aber es könnte schlimmer sein. Kann ich was für dich tun? Wie soll ich denn? So, unter sonstiges brauchen wir was. Du musst es nur sagen. Wo soll ich denn den Baum? Wo geht's hin? Bauen? Scheint wirklich was zu werden. Oh, ich glaub's auch. Sieht auf jeden Fall so aus. Lass mich wissen, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Ach, mir ist nicht mehr zu helfen. Du weißt schon, etwas Korrektur lesen soll. Ja? Ich freue mich schon auf den Stuhl. Das ist so nett von dir, dass du mir hilfst. Halt die Presse. Hoffentlich bist du nicht einer dieser Synths, die mich ausspionieren wollen. Natürlich bin ich ein Synth. Voll. Voller Synth bin ich. So, wo will die denn hinhaben? Steht denn da irgendwas? Mach mal Murphys Stuhl. Lustiges. Auch mal Murphys Stuhl in das Endspiel. Steht jetzt nichts weiter, ne? Ich guck mal. Ach, dann ist das wahrscheinlich Special. Ah, hier, okay. Dann bauen wir ihr denn mal. Wo will ich denn hin haben? Ja. Die verschwindet jetzt bestimmt durch. Stehe ich voll. Hä? Na, unten. Sag mal, spinnst du oder was? Nein. So, jetzt können wir den nicht mehr bauen. Okay. Mein letzter Kampf ist schon viel zu lange her. Du findest, wonach du suchst. Das weiß ich. Mama Murphy. Ich muss mich hinsetzen, Kind. Ja, wahrscheinlich in deinen Stuhl, oder? Ach, guck mal, die Kate, die hilft auch. Die hält den Hammer. Die setzt sich in ihrem Stuhl. Ist doch schön. Ist doch schön. Das freut mich.
So, wo müssen wir denn hin als nächstes? Als nächstes sollen wir hier hinten hin. Mal hier in die Starlight Dingens reisen und ja, schauen wir gleich mal. So. Ach! Schauen wir mal eben einmal für den aufbereitetes Wasser. Ja, cool. Und 17 Kronkorken, das gefällt mir doch. Das gefällt mir doch echt super. Tut mir leid, ich wäre gerade keine gute Gesellschaft. Ach, halt den Button. Alter Jammerlappen. Jammerlappen kann keiner leiden. Kann echt keiner leiden. So, Braten. Köderkeulen. Auch noch Köderkeule. Tape. Tränke, aufbereitetes Wasser, das kann man nicht immer gebrauchen, sag ich mal, ne? Ja, hier so einen dreckigen Ölblender machen wir auch nochmal. Verwertbares Gemüse Stärke, dann haben wir das nämlich auch gemacht. Gemüsestärke hinzugefügt und Coca-Cola entfernt. Drei Gemüsestärke hinzugefügt. So, diese Drogen will ich nicht machen. Heilung. Stimpack. Decepticon. Blutpakete, Stahl. Erfrischendes Getränk. Okay. Hat alle Hats und halt alle Abhängigkeiten. Also noch 10 Minuten. No Food. War dabei. Hat alle Hats. Minuten, okay. Verwertbares Kühlflüssigkeit. Die brauchen wir jetzt nicht. Granaten, Molotov-Cocktails. Sie ihn nur anbieten. Schöner Tag. Wo geht's hin? Ja, das weiß ich auch noch nicht so. So, hey, wie sieht er denn zwischen uns hier aus? Du wolltest mich was fragen? Mhm. Was meinst du? Was meinst du? Ich habe nichts dagegen, zu Fuß zu gehen, solange es am Ende etwas Action gibt. Cool. Und wie sieht unsere Beziehung aus? Wie es zwischen uns läuft? Du und ich gegen das Commonwealth? Ich würde sagen, die Chancen stehen ziemlich gut für uns. Ach, die... Sonst nichts weiter. Kein Problem. Die ist happy. Die ist happy. Der geht gut. Die ist richtig happy. Ne? Die hat jetzt nicht mehr ihre Probleme mit den scheiß Drogen. Die ist richtig happy, würde ich sagen. Ne? Der geht es richtig gut. Ach, guck mal hier, Dogmeat ist auch noch da. Hey! War das okay, Junge? Er spricht auch nicht mit uns, okay. Ja gut, liebe Freunde, das war's vorerst für heute. Ja, wir haben auch einiges gemacht, ne? Wir haben der Kate geholfen, gegen ihre Drogensucht anzukommen und finde ich gut, dass wir der geholfen haben. Das freut mich echt mega, mega doll, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, Vault 95 haben wir jetzt auch hinter uns gelassen. Gott sei Dank, es wurde auch Zeit. So, liebe Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal dann wieder und vielen, vielen lieben Dank fürs Dabeisein, fürs Zuschauen durch die Apokalypse. Euer Johnny Doe. Ciao!